Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outdoor mit Billy. Heute ist das Wetter wunderbar, wir haben blauen Himmel, weiße Wölkchen, Sonne, 7 Grad und wir wollen einfach mal eine Tour zum Gackerstein machen. Es ist nicht die Megatour, aber wir haben einfach mal Lust, hier ein bisschen zu wandern. Kommt doch einfach wieder mit! So, da oben sieht man die Fichtenzapfen, wenn man sie denn sieht. Die Kamera ist nicht so toll. Und die hängen nach unten. Darin kann man ja unterscheiden, ob es eine Fichte oder eine Tanne ist. Fichtenzapfen hängen nach unten und Tannenzapfen stehen nach oben, wie die Kerzen am Weihnachtsbaum. Es gibt dann auch weitere Unterscheidungsmerkmale, da werde ich dann immer mal wieder drauf kommen. Ich denke, hier sieht man es besser. Da hängen die Zapfen. Und am besten kommt man an die Zapfen dran, wenn ein Baum quer über dem Weg liegt, so wie hier. Aber das hatten wir in letzter Zeit schon öfter. Ja, müssen wir außen rum. Irgendwie haben wir schon unsere Gründe, warum wir die Wege eigentlich nie so richtig benutzen. Hier zum Beispiel an diesem umgestürzten Baum sieht man die Zapfen. Die könnte man jetzt zum Beispiel trocknen. Und wenn man sie dann kopfüber ausklopft, kommt man an die Fichtensamen, weil ich sie auf dem Boden bei unserer letzten Tour nicht finden konnte. Die Wege sind durchs Tauwetter sehr, sehr schlammig. Deshalb läuft sich tatsächlich hier drüben in diesem restlichen Schnee, der noch da ist, manchmal viel besser. Auf alle Fälle kann man so das Risiko auszurutschen ein bisschen vermindern. Die Sache mit den Bäumen wiederholt sich überall, aber das war, weil wir sehr viel Sturm hier hatten. Naja, man kann drüber klettern, es ist kein Problem.
uns jetzt auf den letzten Metern. Wenn ich darüber gucke, sehe ich schon das Kreuz, das man auf dem höchsten Punkt hier aufgestellt hat. Und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Und der Billy ist schon unterwegs. Und wir sind da, 663 Meter. So, der Billy ruht sich gerade ein bisschen aus, obwohl wir noch nicht so aktiv waren. Und wir werden uns gleich da hinten in den Wald verdrücken und werden ein Käffchen trinken. Das müssen wir uns aber erst machen. Wir sind hier auf 663 Metern, kann man sehen, und hier hat man einen tollen Ausblick. Wenn das Wetter klar ist und man nicht in die Sonne filmen muss wie jetzt, kann man von hier aus die Frankfurter Skyline sehen, ohne Probleme. Aber da hinten ist trüb, ich sehe sie trotzdem, ich denke, die Kamera kann es nicht einfangen und ich müsste in die Sonne filmen. Aber ansonsten hatten wir hier auch so einen tollen Ausblick. Einfach herrlich. So, wir suchen uns jetzt eine Stelle zum Wasser kommen. Das ist Wahnsinn, was hier für Brocken rumliegen. Aber so ein Vulkan, der hat eben Pep, ne? Der schmeißt sowas mit links rum. So, das ist hier unser Plätzchen. Denn hier sind Steine, da kann man den Koffer dann abstellen, ohne dass der Untergrund anfängt zu brennen. Wir haben da jetzt noch Restbrennstoff vom letzten Mal drin. Den wollen wir jetzt benutzen, um unser Wasser zu kochen. Leider ist es windig. Das erste Streichholz hat sich dann gleich auspusten lassen. Ja, mit dem zweiten klappt es. So, wir brauchten zwar jetzt drei Versuche, aber es brennt jetzt. Steht auch ein bisschen schief, aber es ändert ja nichts an der Funktion. Und jetzt kommen wir uns unser Wasser und dann trinken wir ein Käffchen. Der Billy kriegt auch ein bisschen Wasser, aber nicht heiß. So, wie sieht unser Plätzchen jetzt aus? Billy hat sich ein bisschen weiter weggelegt, weil er da Sonne abkriegt, und obwohl wir uns hier auf die Steine schön setzen könnten, denn die sind relativ trocken, würde ich sagen, dass wir uns dann, wenn der Kaffee fertig ist, auf die Bank unter dem Kreuz setzen und auch noch ein bisschen die Nachmittagssonne genießen. Hier von dieser Fichte werde ich mir so ein trockenes Ästchen abbrechen, ein bisschen schnitzen. Und da muss ich meinen Löffel nicht auspacken und dreckig machen. So. Hier habe ich mein Bio-Rührstäbchen. Und damit kann ich dann meinen Kaffee umrühren. Und spare mir das dreckig machen von meinem Löffel. Ich bin jetzt gerade mal um unseren Lagerplatz unterwegs, ein bisschen gucken. Hier unten in dem Wald kennen wir viele Pilzstellen im Herbst. Hier hatten wir ziemlich tolle Ausbeute an Waldpilzen, hauptsächlich Maronenröhrlinge und einige Steinpilze, aber das waren nicht so viele, es war verschwindend die Menge. Da werden wir auch diesen Herbst wieder Pilze sammeln. Und mal sehen, wer von euch dann mitkommt.
schon eine komische Sache mit dem Horutz-Kopfturm. Der ist so markant und dominant in der Landschaft, dass man ihn ständig ins Bild nimmt. Irgendwie, ob man will oder nicht. Das ist eine merkwürdige Sache. Aber was soll's. Eine tolle Aussicht haben wir ja von hier aus. Billy bedauert es, wenn der Schnee jetzt weg ist, weil der Billy den Schnee liebt. Deshalb liegt er jetzt in den Resten immer noch drin. Du musst bis zum nächsten Winter hoffentlich warten, Billy. Dann kommt er wieder. Sehr viel kann man im Moment ja leider noch nicht zeigen. Die Natur ist ja gerade erst am Wachwerden nach dem Winter. Aber das wird besser und das wird wohl immer interessanter werden. Je mehr wir jetzt ins Jahr fortschreiten, dann wird immer was anderes und immer mehr zu finden sein. Ich hätte auch jetzt Sachen zeigen können, aber ich bin kein Insektenfresser und deshalb spare ich mir solche Sachen. Wasser raus und damit entwässern wahrscheinlich die Wiesen weiter oben. Überall hier solche Mini-Bäche. Muss man vorsichtig sein, sonst kriegt man nasse Füße. Wir sind jetzt wieder am Startpunkt angekommen. Der Billy und ich sagen Danke und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und vielleicht abonniert ihr ja sogar unseren Kanal. Tschüss, bis dann.